Nische schreibt, bist der Beste, kenne ich seit 3-4 Jahren. Digga, er flext ihn einfach weg. Oh, er Push-Versuch, David, Digga. Oh, nein. Colin, Bruder. Colin. Oh mein Gott. Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines, create a code für den Ripe. Ey, Crimex OG, ihr wisst Bescheid. 10 Euro pro Kill Turnier und damit, hey Leute, Crimex hier. Heute gibt es mal wieder ein weiteres Custom Turnier mit meinen Zuschauern. Ich habe das Ganze schon auf Instagram angekündigt, in meiner Insta-Story. Und ich bin gerade auch noch live auf Facebook. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze heute enden wird. Kurz zu den Regeln, ganz normales Custom Turnier. Der Gewinner bekommt jedoch heute nicht 50 Euro pro Win, wie die beiden anderen Male. Denn heute werden wir das Ganze so machen, dass man 10 Euro pro Kill bekommt. Das heißt, damit will ich einfach ein bisschen fördern, dass noch mehr Kills gemacht werden. Ich habe das Ganze ja mal mit Lenny gemacht, der hat irgendwie mit 16 Kills irgendwie dann 160 Euro bekommen. Also das kann absolut krank werden, Leute. Es ist jetzt gerade 29, ich habe hier gerade noch auf die Uhr geschaut. Gleich werden wir starten. Ich hoffe, alle haben schon hier den Creator-Code iCramixOG als Passwort bei der Solo-Lobby eingetragen, Leute. Und dann um 20.30 Uhr drücken wir ready und werden mal schauen, wie viele Leute schon am Start sind. Ich hoffe, es wird natürlich wie meine volle Lobby sein. Aber darum mache ich mir auch keine Sorgen, Leute. Und ja, ich bin mal gespannt, was für Leute heute wieder am Start sein werden. Letztes Mal war ja, wie hieß der, Flame-Jojo hat auch richtig viele Kills gehabt. Verprügelt auf jeden Fall mal den Like-Button. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Benutzt den Creator-Code iCramixOG hier im Item-Shop. Hier könnt ihr es sehen. Oh, mein Creator-Code ist raus. Ey, der geht ja nachts. Leute, das ist ein ernstes Thema. Nach 2 Wochen geht immer der Creator-Code raus, ja? Das ist wirklich das ist wichtig, dass man den immer wieder refresht hier. Deswegen achtet darauf, dass der Creator-Code iCramixOG im Shop eingetragen ist. Okay, so Leute. Und es ist noch nicht 20.30 Uhr. Okay. Und es ist 20.30 Uhr. Wir drücken ready, Leute. Es geht los. iCramix OG Custom Turnier 3.0, Leute. Spielersuche. Okay. Wartende Spieler 461. Gruß geht raus. 416. So, jetzt warten wir noch kurz. Wir warten noch kurz. Und verstrichene Zeit 1 Minute. Match starten, Leute. Es geht los. Knapp 500 Leute in der Warteschlange. Wer wird heute sein Glück versuchen können? Wer wird heute die Chance bekommen? 10 Euro pro Kill auf. Leute, es tut mir leid für alle, die jetzt nicht reingekommen sind, aber es ist jetzt, es sind 96 Leute drin. Bei manchen ist halt Fail, kann ich dann auch nichts machen. Es beginnt, Leute! Es beginnt! Bin da drin, ja, es tut mir leid, Leute, dass bei manchen Fehler kommt, das tut mir wirklich leid. Aber, ja, der liebe Blackjack schreibt auch in die Kommentare, viel Glück an alle, die mitmachen. Ich wünsche natürlich auch jedem viel Glück und ich hoffe wirklich, dass diesmal jemand mit vielen Kills gewinnt, weil ich will natürlich hier auch richtig Geld raushauen, wenn ich so ein Turnier mache, ja. Leute, was sagt der Live-Chat? Killen lassen oder so random killen, dass ich jemandem random zuschaue? Lassen, okay, killen lassen. Gut, dann lass mich killen. So, Leute, der liebe QDH47Emir hat den... er freut sich, weil er Kranix gekillt hat, Digga. Okay, hat auch somit schon mal seine ersten 10 Euro, wenn er denn gewinnen sollte. Zack, okay, Leute. Boah, ey, du machst jetzt hier aber nicht auf Camper, oder? Du machst jetzt hier nicht auf Camper. Random Selbstmord. Okay, jetzt haben auch viele Random noch reingeschrieben. Egal, Leute. Jetzt. Ich würde mal sagen, wir können hier auch wieder parallel dazu wir gehen mal auf Fortnite-Tracker. Er ist jetzt erstmal ein bisschen am Holzfarmen. 76 Leute sind noch am Leben. Die Zone. Wie sieht die Zone aus? Angrenzt zu Tilted Towers oben, ja. So, ich würde sagen, wir schauen. Oh mein Gott, der hat so einen Namen, Alter. Jetzt müsste ich ihn auch noch suchen. QDH. Ach, jetzt verstehe ich, warum der Typ QDH heißt, der alte Mero-Fan. Okay, warte, da ist ein bisschen Action auf jeden Fall noch in Tilted Towers. So, okay, manche sind rausgeflogen, das tut mir leid, Leute, aber wie gesagt, jedem recht machen kann ich leider nicht. Okay, da vorne ist der Nächste. Kann er sich... Oh. Okay, kann er sich den direkt schnappen und das wären dann insgesamt schon 20 Euro für ihn. Okay, warte, ich suche mal weiter seinen Namen, damit wir seine Stats begutachten können. Und wir gehen hier 428. Oh, da wurde er weggesnackt von Weihnachtscocky. Ja, okay, der Name ist auf jeden Fall unflieg. Er macht seinen ersten Kill. Er hat eine grüne AK, goldene Minigun, okay. 60 Leute noch am Leben. Da ist auf jeden Fall noch Action in Neo-Tilted. Ja, da sind auf jeden Fall dicke Schüsse am Start. Oh, das war der Emir hier im Live-Chat. Da schickt er den Holz-Smiley. Der Emir, Bruder, ja. Da musst du ein bisschen früher aufstehen hier, um gegen den Weihnachtscocky zu gewinnen. Okay, komm, Weihnachtscocky. Hol dir den Dachcamper. Hol dir den Dachcamper. Oh, Push-Versuch, David. Oh! Das war's schon wieder komplett, Leute. Er hat ihm die Ehre genommen mit der Flintknock. Und der erste Kill für Luck.
KMN. Ja, irgendwie ist von meiner Community jeder Rapper geworden. Der eine ist QTH-Member, der andere ist KMN-Member, keine Ahnung. Aber ja, er hat den ersten Kill gemacht. Oh, und da wird schon wieder gefeuert. Wahrscheinlich der Typ auf dem Dach. Oh nein, 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 warte, Action, Bruder, bau. Oh, der Typ da oben ist auch ganz ekelhaft am Chill, ne? Oh ne, ja, da macht der Push-Versuch. Oh. Bruder, ganz ekliges Ding. Da macht der Fluchtversuch mit dem Jump-Pad, aber der andere macht nicht locker. Ah, und deswegen, ich feiere diese Windkanäle auch gar nicht, ja, immer mit diesem Abhauen und so. Er wird diese Windkanäle jetzt auch gerade verfluchen. Er kann natürlich Trick 17 machen, sich auf diese Röhre stellen und ihn abschießen, wenn er da irgendwie rumfliegt. Okay, er macht jetzt Trick 17. Oh, Lucky Carmen wurde auch weggeholt. Es geht weiter. Dario, OG, unterstrich 2. Ja, 2 Kills hat er schon von Lucky Carmen. Haben wir gerade gar nicht die Stats angeschaut. Könnt ihr natürlich trotzdem alle im Video nachträglich eingeblendet sehen, sofern Fortnite-Tracker das Ganze zulässt. Was sagen seine Stats? Er hat in der Season 9 erst einen Win geschnappt. Oh. Gewinnwahrscheinlichkeit von 1%. Kills 206. KD 0,97. KD ist jetzt auf jeden Fall auch nicht so krass. Und ein Sieg, das kann auf jeden Fall auch noch besser machen. Die liebe Sasa schreibt hier in den Live-Chat rein: Max, du fühlst dich gerade richtig, ne? Oh ja, Sasa, oh ja. Und die Zone kommt auch. Ich muss mich hier auch mehr auf das Game konzentrieren. So, die Zone zieht auch zu. Die Hälfte von Neo Tilted ist jetzt auch weg. Hast du Schmocki schon mal persönlich gesehen? Ja, er hat mich mal aus Versehen FaceTime angerufen. So, oh, Chenny ist so. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was geht hier ab? Der Alex macht den Push von den. Oh mein Gott, das Kind ist hier. Zack, auf, zack. Und da kommt MLLL, die ist die ganz komischen Namen YouTube, mit 4 Kills. Ist hier am Abstauben, Leute. Jetzt geht's hier richtig los. Ich komme hier gar nicht hin. Es geht schon wieder weiter, Leute. Ich komme hier gar nicht hinterher mit Kommentare vorlesen, mit Stats schauen, mit allem. Seinen Namen kann ich nicht mal eingeben. Seine Stats können wir nicht anschauen, aber ich glaube, er ist auf jeden Fall nicht schlecht. Oh mein Gott, er ist auf der Flucht. Bruder, das war's komplett. Das war's komplett. Da kommt YouTube minus X Colin, Digga. Gibt dir noch den Disrespect mit dem Loser-Tanz. Und 3 Kills hat er. Das sind schon mal 30 Euro für ihn. Wenn er gewinnt, Alter, jetzt geht's hier. Jetzt ging. Alter, es ging hier wirklich Schlag auf Schlag, ja, mit der Zone. Wir schauen uns mal an, wie die Zone jetzt verläuft. Oh mein Gott. Da muss er auf jeden Fall ein bisschen laufen. Die Zone wird ganz oben sein bei Lazy Lagoon und so weiter. Bin ich auf jeden Fall coole Zone da im Urwald. So, oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, da geht's direkt weit. Digga, was denn mit ihm? Ist er. Ich glaube, der andere kommt, hat eine Zeitreise aus diesem. Digga, der andere Cool Focus hieß er. Ich wollte wirklich gerade sagen, der hat eine Zeitreise gemacht aus Season 1. Er chillt hinter einem Stein, er baut nicht, er läuft da rum. Aber. Oh mein Gott, und da unten kommt noch einer. Was denn hier los bei Lazy Lagoon? Oh mein Gott, er will ihn nicht mal auf den Boden lassen. Er hat einen Gleiter zum Glück, deswegen kann er auf Baum landen. Und es geht direkt weiter, X Colin. Haut dir da. Oh mein Gott, der Typ ist gut. Der Typ ist gut auf jeden Fall am Bauen, Leute. Da müssen wir gleich mal einen Einblick in seine Statistiken reinwerfen. Habt ihr wahrscheinlich jetzt hier schon eingeblendet gesehen, weil ich das nachträglich machen kann. Ich persönlich habe es jetzt in dem Moment noch nicht gesehen. Jetzt ist er getürkt, ja. Ich weiß nicht, warum er den Highground aufgegeben hat. Oh mein Gott, Leute. Oh, Falle. Hat er weggesnackt. Hat er einfach weggesnackt. Das sind jetzt schon 50 Euro für YouTube X Colin, wenn er gewinnt. Oh. Okay, der liebe Colin hier ist auf jeden Fall auch ein guter Spieler. Das sehe ich schon. Kommen wir zu den Statistiken von dem X Colin. Könnt ihr jetzt hier spätestens eingeblendet sehen, Leute. Er hat insgesamt in Season 9 35 Siege. Gewinnwahrscheinlichkeit von 9%. Das ist schon lecker. Kills 957 und eine KD von 2,54. Also auf jeden Fall ein stabiler Spieler hier. Muss man an der Stelle einfach mal sagen. Er ist hier am Tanzen, er freut sich mit seinen 5 Kills. Stellt hier Lagerfeuer auf, hielt sich ein bisschen hoch nach diesem anstrengenden Fight. Alter, und bekommt hier noch wirklich Pressure von außen. Ah, Digga, wirklich lecker. Er hat zum Glück leichter. Er hat richtig geiles Setup. Leckerer Kill hat er da auf jeden Fall gemacht. Muss man wirklich sagen. 15 Leute noch am Leben. Oh, den flext er weg. Er wird den wegflexen, ich weiß es. Alter, das war wirklich ein ganz, ganz schnelles Ding. Zack, einfach weggepumpt. Nein, aber das scheint dann auf jeden Fall auch ein guter Spieler zu sein. Das wird dann noch spannend. Wie viele Runden? Wir werden das Ganze mit nur, also eine Runde werden wir machen. Und jetzt beginnt hier Skirmish-Style. Ihr wisst Bescheid, Leute. Jetzt beginnt hier richtig diese Skirmish-Style. Da ist er auch wieder schön drauf, 60er, minus 60 hat er ihm gezogen. Den nächsten 10er, die er sich packt, ich glaube, er könnte echt schon auf eine 10er-Bombe in dem Sinne gehen, auf 100 Euro, 100 Takte, Leute. Wisst ihr, wie viel Geld das ist?
als ich früher junger war, gezockt habe, wenn es da einen YouTuber wie mich gäbe, der immer so Geld rausgehauen hat, Alter, ich wäre bei jedem Turnier mit dabei, Leute, ohne Spaß. Wisst ihr, wie viel Geld das ist? 100 Euro. Das hatte ich früher war mein ganzes Jahresgehalt an Taschengeld, ohne Spaß. So. Oh, nein! Nein, er killt sich selbst, er hat die Landung vermasselt. 10 Euro weggeworfen, ekelhaft, ja, aber schade. Kann ich natürlich auch verstehen, wenn man jetzt in der Situation ein bisschen passiver spielt. Aber es geht direkt weiter. Einer hat da getötet, sogar mit Falle abgesichert. 30er Hit ist trotzdem drin. 30er Hit hat er ihn gedrückt. Er hat direkt die Falle weggeschossen für den Push-Versuch. Ja, und da wird der Push-Versuch gestartet. Also mir macht es auf jeden Fall gerade wirklich... Oh nein, er legt noch eine Falle. Oh, Digga, hier der liebe Colin ist richtig... Boah, riecht auf Fallenmodus, der Boy. Jetzt wird's aber ekelhaft. Jetzt wird's richtig ekelhaft. Der muss jetzt hier auf Safe gehen. Oh, shit. Oh, mein Gott. Nein. Colin, Bruder. Oh, mein Gott, Colin, Alter. Er bekommt den Pump Shot of Doom, als er versucht, ihn zu pushen und regelt das mit einer Falle. Also, gebt diesem Jungen... Sprachenlernbubble. Gebt diesem Jungen... Keine Falle, ich schwör's dir. Wilder Typ, ja. Nische schreibt, bist der Beste, kenne ich seit 3-4 Jahren. Digga, er flext ihn einfach weg. YouTube Colin, Alter. 100 Tacken jetzt schon für dich, jetzt nur noch runterspielen. Oh, Bruder, da muss er aber ganz los. Zum Glück kein Zonenschaden kassiert. Alter, da mischt er sich auch nochmal schön ein. Oh mein Gott. Alter, da zieht er sich einfach den Lebkuchenmann weg. Oh, Bruder. Bruder, er ist in den Top 4. Nein, und die Zone. Bruder, Colin. Ich gönn's natürlich jedem. Ja, aber weil ich Colin jetzt schon so lange zuschaue, ich fieber da gerade richtig mit. Boah, er muss ganz los. Er muss richtig los, Leute. Das ist der Letzte! Oh mein Gott! Das ist der Letzte. Oh mein Gott, Bruder. Oh mein Gott! Colin, Alter, 12 Kills, 120 Euro für dich, stark gespielt, gönn ich, 100%. Bruder, ich werde dich jetzt adden und schick dir das dann über Ingame-Chat, ja? Schick dir das dann über Ingame-Chat. Am besten schreiben wir da auch, ob du PaySafe-Card oder sowas brauchst. Alter, ich gönn dir. Geil. Schönes Video wieder gewesen, Leute. Auf jeden Fall, ihr merkt, mir macht sowas immer unnormal Spaß, dieses Format. Lasst jetzt ein Like da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um sowas nicht mehr zu verpassen. Am besten folgt ihr mir auch auf Instagram, weil da kündige ich solche Dinge immer in meiner Story an, Leute. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Und ja, noch ganz kurz, Creator Code, Kramix, OG natürlich nicht vergessen. Bis dann, haut rein, Leute, euer Kramix.